das Spiel. Ich bin genau jetzt auf. Ist aufgetaucht. Wir spielen ja jetzt Thomas. Und jetzt irgendwie eine Demo. Is this where it started, Richard? The place that broke you. Made you what you are. Something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. Made itself at home. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? No! Leave her alone! This is it. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Wahrscheinlich von Sadness ihr Freund gewesen, oder nochmal, ich hab den Namen vergessen. Der hat ja einen Freund, also einen Typen, der die ganze Zeit beschützen wollte. Das ist wahrscheinlich der gewesen, warum kann ich nicht mehr sprinten? Hier geht's wieder. Richard? Wieso? Your father forgot it, you'd better go and bring it to him. Das wollte ich gerade nicht mehr sprinten. For now. Da hoch kann ich nicht, da durch glaube ich kann ich wahrscheinlich auch noch nicht. Ich hab es besser, vielleicht kann ich da jetzt auch durch. Hier ist noch eine kleine Türe. Father, you forgot your knife! Oh. Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! But where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. But... no! I don't want you to go! Ach, komm schon! Mensch, Türe, bleib doch hier. I don't want to go either, son. But sometimes, what we want isn't what's important. Do you understand? I... when will you come back? Take care of your mother, Richard. Diesmal bleibst du hier, ja? You're the man of the house. Sie ist sehr weit ausgewichen. Komm her, Türe. Komm her. Ich tue dir nicht weh, Türe. Komm her. Was brennt das? Wir müssen sie. Okay, schauen wir uns erstmal kurz um. Vieles der Story passiert eigentlich eher durch die ganzen Sammelobjekte und Notizen. Den will ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel verpassen. Also so langweilige lese ich jetzt nicht unbedingt vor, aber viele Notizen sind natürlich storylastig und die werden auch sonst irgendwie nicht erklärt. You shall rise, and you shall fall. Die Medaille. Till you return to the earth from which you came. Also was wir gesehen haben, kann Thomas jetzt sein parallel ich nicht so gut steuern wie jetzt Marianne. Der ist von Thomas, der ist ja eher eigenständig. Ich dachte, er hat die Geisterwelle.
wahrscheinlich muss ich irgendwas erstmal noch triggern. Irgendwo muss ich Energie sammeln wahrscheinlich wieder. Wie sonst mit Marion auch immer. Hier muss ich was sehen. Nee. Alle Fälle, Geisterwelle kann ich gerade noch nicht. Mir fällt ein, ich habe schon wieder vergessen, den Chat anzumachen. Hey, ich bin so doof, wenn ich stream. So. Ich hab doch Energie, ich kann den Schutzschild auch mal die Geisterwelle nicht machen. Was war ich zum Beispiel wieder? Okay, schauen wir uns nochmal in Ruhe um. Habe ich hier auf dem Tisch was übersehen? Nö, eigentlich nicht so wirklich. Da habe ich eigentlich alles gehabt. Stuhl, lass mich vorbei. Stuhl. Danke. Feuer selber? Nö. Öte haben wir, das haben wir. So, die kann ich nicht, weil die Tentakel haben sie ja zugeschnürt hinter mir. Spiel? RT Geisterwelle. Aber keine Macht. Halten. Aber kurz Controller nochmal aus. Die ist gerade nicht. Kann ich das nicht machen? Muss ich weiter? Ach Gott, Jesus, warum? Der Stift, nee, die Tinte, nee, die Tinte, nee, der Stift. Das ist ein Bild, aber das kann man nicht angucken. Das müsste ich noch mit irgendwas kurz interagieren, um irgendwie meine Kräfte aufzuladen, aber ich wüsste ja tatsächlich einfach nicht mit was. Diese Ecke vom Stuhl ist auch gemein. Ich drück doch RT. Echt super, sie ist irgendwie stuck in einem Raum hin und keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich sehe hier aber auch nichts mehr, was man jetzt irgendwie so richtig machen kann.
Messer. Kann ich auch mit nichts interagieren? Ja, ich habe das Gefühl, es ist jetzt noch irgendwas mit dem Feuer auf sich, aber da passiert nämlich auch nichts. Was habe ich im Inventar eigentlich? Super, warum hast du mich jetzt rausgeschmissen? Ich wollte nur gucken, was ich im Inventar habe. Naja, vielleicht irgendwas verpackt, vielleicht ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal kurz ins Menü gehe wieder zurück. Laufen wir es einfach so mal neu ab, alles. Richard, your father forgot his knife. Ja, Fahrer Knife, ist klar, interessiert mich nicht. Father, you forgot your knife. Thank you. Vater, dein Messer? You know what? Ein Messer? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. Ja, wenn das Braune davon geht, ja, musst du Leute töten. No! Where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. Ich hätte doch mal keine Geisterbälle einsetzen. No, I don't want you to go. Also irgendwas, glaube ich, muss ich da wirklich absorbieren in dem Raum. Das Geisterbälle bekommen, aber ich habe gerade echt keinen Schimmer was. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. You understand? I. When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house. Und wenn man zurückkehrt, du bist der Mann des Hauses nun. Du mit dem kleinen Messer. So, hallo, komischer Raum, da sind wir wieder. Schauen wir nochmal. Hier gibt's nur die zwei Punkte, hier können wir eine Medaille machen. Sweat of your brow. Muss ich irgendwie Einblick oder so machen? You shall rise, Foto. And you shall fall. Warum ist hier das Feuer? Das hat auch irgendwas damit zu tun. Warum kann ich noch mit dir interagieren? Es muss auch irgendeinen Grund haben, warum ich hier noch interagieren kann. Until you return to the earth from which you came. Ich möchte gerne das Foto da angucken, das würde mich mehr interessieren. Guarding something. I need to get rid of them. War ein Foto, kann das sein? Da kriegt es gerade erst, das ist ein Foto.
Hier wird mir sogar noch angezeigt da unten. Was soll ich denn da machen? Ich sehe, dass da ein Foto drin ist. Aber ich kann ja nicht damit interagieren. Gut, es ist auch heiß. Du weißt ja, verbrennen wir sowas. Foto daran. Wenn ich hier den Einblick mache, wird das ja mir auch noch markiert hier. Aber ich kann ja dann interagieren damit. Ich wollte noch irgendwas. Ah ja, klar. Jetzt kann ich auf einmal das hier aufmachen, ist klar. Natürlich, danke Spiel. Auf einmal kann man das Schublade öffnen. Ich muss mal kurz. Warum kann ich vorher die Schublade nicht öffnen? Warum muss ich das? Kann ich jetzt auf einmal die Schublade öffnen? Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefstes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Leutnant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Der Betrauchte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, das er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit verbracht hat. Der Verteidigungsminister. Grief. Anger. Oh, hallo? Ah ja, brennende Fäuste. Jetzt aber. Boah, Blendgranate. Uiuiui, hallo. Okay, dann. Also Richard hat seinen Vater verloren. Den Tadeusz. Bet you can't catch me. Ich kann nicht hier. Jetzt hat er wahrscheinlich die Rückblende bekommen über seine Geliebte, gell? Also auch irgendwas erzählt gehabt in den Notizen. Ich schlafe jetzt hier rum, ist mir wurscht. Jo. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Ja, da hat er ja erzählt gehabt, dass er ja mal eine kannte, die so ähnlich war wie seine Tochter, in die er sich verliebt hat. Wird wahrscheinlich jetzt hier dieser Zusammenhang jetzt kommen. Come on, Slowpoke. Gerade? Where'd you go? Ja, Labyrinthe sind doch schön. Hier. Nein, Labyrinthe ist das wunderschöne. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Das ist eine Pennerin? Das Pennerin also obdachloses Mädchen oder? Was soll jetzt dieser Dialog jetzt bedeuten? Das ist halt Kriegszeiten, gell? But what is it? Something very important. Promise me you'll keep it safe. Kann ich's aufmachen? Nee, leider nicht. This way, silly. Rose? Rose! Ja, ich komme, Richard. Over here. Richie. I was afraid you'd get lost in there. Me? Oh, geschafft. I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Hey. Also, mal schauen, ob wir das Ganze jetzt erfahren. A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Irgendwas
Irgendwas ist aber im Sturm dann passiert. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Oh, ein Sarg. Hier kann ich nicht mehr interagieren. Ich weiß mal, mein Bild muss jetzt auch nicht nochmal interagieren. Dann bin ich jetzt so gesehen raus. Gehen wir hier in die Haupthalle. Links der Gang jetzt ein bisschen kürzer, danke. I can feel something's not right. Something is not right. Nein, nein, nein. Mom! Who is he? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Hier rum eigentlich auch gehen. Nö. Der Tag ließ versperren mit dem Weg, wie immer halt. Sad story of my life. So. Nächste Tür, nächster Gang. 3 Kilometer Gang. Hey, come here. I need you to do something for me. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Also, ich muss ihm jetzt echt was bringen. Ja, wahrscheinlich wie so Fusel oder so. Das ist ein Buch. Sieht aus wie das Necronomicon so ein bisschen. Hast du das Gesicht oder hast du das Necronomicon? Okay, mal wieder ein paar Sachen, weil sonst kann ich wieder nicht interagieren damit, weil das Spiel denkt sich so, ah, wenn du es nicht markiert hast, dann kannst du es ja nicht wischen. Kannst du das Buch hinlegen? Ist das Buch haben? Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Ich schmeiße jetzt die Geschichte vor. Ich tue ihm meine Machtwelle vernichten. Irgendwann war klar, dass ich mich das Buch geben soll, aber hier war ja sonst irgendwie nichts. Hier, Fusel. Feueranzünder? Feueranzünder? Das Bild von unseren Eltern. Aber, oh fuck, ich hätte Fusel aufsammeln sollen. Also ich kann beides nehmen. Ja, gut. Also ist wahrscheinlich auch nicht sein. Why the hell would I want that? You miss your daddy. Well, he ain't here. Real fucking charmer, that one. Ja, man versteht die ganze Backstory so ein bisschen von Richard. Also wie gesagt, er hat wahrscheinlich seine Geliebste verloren. Dann hat er halt seinen Vater verloren. Hat dann einen brutal arschlochmäßigen Stiefvater bekommen. Seine Mutter auch bloß genommen hat, weil er wie wahrscheinlich Geld hatte. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. What the hell did you do to me? Say it back, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck. Get the hell away from me! Gladly. Hat abgestochen, okay. Get away from me, you bastard! No! No! Oh, no! Hold on, Mommy! Ich doch jetzt die Ruhe, Mann. Let's go of me! Let's go of me! No! No, please! Please don't! No! No! It's all. So, was geht jetzt hier ab? Oh, noch ein Blut. Das habe ich vor ein bisschen. Wollen wir jetzt erstmal meinen Raum umschauen, so, ob ich da noch einen Titel oder so finde. But not the same time. Richard!
Okay, es ist fucking dunkel. Also ich kann aufpassen, dass ich die richtigen Wege gerade finde. Was Bild? I'm sorry. It's all right, Rose. We can finish some other time. Richard, where are you? Hello? Okay, Richard, komm schon mal, der meint heute nicht. Richard, come out! I'm sorry, that's all I could bring. That's all right, Richard. It's more than enough. Es wurde weniger, oder? Wie beim letzten Mal. War schon noch halb voll, noch zwei Scheiben. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Richard, wo bist du? Here you are. Oh, hey. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine, but I don't like being alone. Are you sure you're all? Ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte eigentlich enden wird. Hey. You can tell me. Also ist das schon eine ganz traurige Geschichte, dass ihr halt so get the hell away from me. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change. Ja, ich hab's auch verstanden. Thing. Ist hier eigentlich noch irgendwas, was ich verpasst hätte? Nö, eigentlich nicht. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. Was ist passiert denn jetzt? The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastard! No! No! Let go of me! No, please don't! Sie umbringt das? Meine Mafia wird groß als zertreten worden sein zu damaligen Zeiten. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Das erste Haus auf der linken Seite direkt am Fluss mit den alten Kirschbaum davor. Sie verstecken sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar nach draußen, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nachts. Das habe ich jetzt gar nicht so verstanden, jetzt die Notiz. Da kann ich noch irgendwas schauen. Who steals from collaborator? Denounces or otherwise acts against his compatriots. Collaborator, hat sie denn irgendwie angeschwärzt? Irgendwas angeschuldigt, was er gar nicht ist? Sie sehen so als Verräter zum Vaterland zu sehen. Unforgivable crime against the motherland. Oh, it should be swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Jetzt dreh ich ja nicht im Kreis, Mann. Lass dich jetzt von mir interagieren, Mann. Raus. Oh, ein Strick. Ist selbst aufgegangen dann.
Und wir, ihr Garten, wir zu einer Zeit. Was wird uns diesmal darin erwarten? This is getting tedious. Rose! Where are you? I'm sorry! Oh Gott. Wenn jetzt hier auf einmal die Tentakulis. Die sehe ich diesmal aber. Oh. Hör die mal bitte, danke. Schauen wir mal, richtig timed den Panther, oder stirbt es halt? Okay, gar kein Essen? Please, come out! Oh! Rose war Jüdin. Damals zur Zweiten Weltkriegszeit und wissen dann ganz genau, was da so ungefähr passiert ist. Wird der Stiefvater dafür dann bestraft, dass wir Rose immer Essen gebracht haben? Der wurde sie beschuldigt? Please, I need you. Alter, seh ich nicht, Digga. Rose? No, no, no! Please, wake up! Wake up! Ich war schon abgebogen. Hier schon lang gelaufen? You took her from me! War jetzt hier schon? Nee, wir waren noch nicht. Okay, jetzt geht er gerade komplett am Rad. Ach gut, da hat jemand verloren, der im Senat stand. Oh, sag so. Lass mich in Ruhe, scheiß Tentakel. Wollte sie dir nach Hause, also könntest du da weitergehen. Schauen wir mal kurz hier rein. Ah ne, hier waren wir schon. Jetzt hier waren wir schon. Dann laufe ich wieder zurück. Oder haben sich neue Wege eröffnet? Welle habe ich noch nicht. Okay, ich kann auch kurz versuchen, um Schild dagegen zu laufen. Bringt aber auch nichts, weil ich wahrscheinlich wieder die Machtwelle brauche. Also habe ich schon wieder irgendwas übersehen, was ich bräuchte. Nice. Na gut, gehen wir nochmal so rum. War ich ja schon, ich bin ja schon lang gelaufen. Aber der hat trotzdem was Neues, also irgendwas hat sich hier neu ergeben. Jetzt safe ein Erfolg geben, entweder sie von ihnen nicht treffen zu lassen oder den Schild in dieser Passage benutzt zu haben. This is it. Oh lul, wer bist du? Ja, wer bist du, sympathischer Kerl? Nein. Hallo? Rose? Ey, das ist eine Vierarm-Tüte. Ganz schön, glaube ich, los. Lily!
Gods Dome. Over with. You take a moment to catch your breath. Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! Sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Das war jetzt die Richard-Szene, okay. Aber das heißt ja theoretisch, dass hat Richard. Dass Thomas die Seele von Richard ausgelöscht hat. Und deswegen war er dann nur in den Rollstuhl gebunden und hat dann nichts gemacht. So lived hiding, hoping they would find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I got your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. I know you, child. You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you.
You're nothing. He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. To not exist. That's all I want. So be it. I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Richard. It wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Whatever it is, I can feel it out there, like it's calling out to me. There, in the woods. Bin ein Weg durch den Wald. Okay. Mal hier kurz Steuerung alles testen. Das ist das. Das ist das. Das ist okay. Okay. Das heißt Thomas ist sowieso der Geistervernichter. Und wir sind so das komplette Gegenteil von ihm, wir tun die Geister erlösen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wahrscheinlich Thomas sogar der Mottenmann ist. Aber gut, das wird sich jetzt dann hier noch herausstellen. Auch die Frage ist, ob wir natürlich den Mottenmann heute nochmal sehen werden. Oder ob der bloß im Anwesen ist. Bloß in Sword drin rumgammelt. Aber der Mottenmann ist nervig und wir sind ziemlich sicher, wir werden den Mottenmann auch nochmal sehen. Hallo Vogel. Was bringt mir das jetzt hier? Also hinten ist ein Licht. Wahrscheinlich, dass ich da zum Licht gehen muss. Ich weiß es noch nicht. Da ist noch was. Postkarte, die interessieren mich jetzt tatsächlich nicht so sehr, die Postkarten. Education Trail. Hier lernen sie etwas über Natur. Das ist ein Baum und das ist ein Krieger. Mehr gibt's heutzutage auch nicht mehr.
It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Landscape, rare tree exhibit. Also ich glaube, ich muss wahrscheinlich den Trail nehmen. Aber ich gehe trotzdem zum seltenen Baum einfach mal. Klingt irgendwie so, als wäre es kurz. Oder auch nicht. Da sieht die Laterne, die ich hier vor zumindest mit dem Ding auch gesehen habe. Fernglas. Ja, wenn ich jetzt was verpasst habe, dann sei es halt so. Ich bin jetzt hier auch nicht auf den 100% Rush irgendwie raus. Brennt das? Brennt das? Hallo Vogel. Vielleicht kommen wir jetzt gleich zu dem Steg, was wir am Anfang gesehen haben. Ja, ein Waldspaziergang ist schön. Ja, ein Waldspaziergang ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Wieso in die Richtung war es schon? Warte, ich drehe mal kurz um. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten in der Ecke irgendwas liegt. Aha. It looks like it rotted from the inside. Was hat's mit den toten Hirschen auf sich? Ich habe irgendwie so komische Melodie gerade gehört. Aber gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt weiter. Ja, ein Waldspaziergang ist nett. Ja, ein Waldspaziergang ist schön. Ja, ich spaziere so gerne. Den ganzen langen Tag. Ein Vampir? Nosferatu, bist du es? Mit die Krähe aufstecken? Nee, leider nicht. Nosferatu, bist du es? Ah, okay, so kommt mal eine echte Bedrohung. Oder auch nicht. Jetzt kommt so ein Wolf. What you got there? Oh, hey! Wait! Das hat übrigens einen wilden Hund niemals von oben streichen, weil es eigentlich eine Dominanzgeste ist, sondern es kann sein, dass er dich dann beißt. Es ist ein bisschen eine tricky Entscheidung von ihm. Aber ein Hund, yay! I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Ich hätte eigentlich auch entscheiden können, jetzt einen anderen Weg zu gehen, weil unten ging es ja scheinbar auch noch weiter. Halt nicht dem Hund zu folgen. Na hey, vielleicht ist es ein Geisterhund. Shaving tools, towels, grease. Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Yummy. Lecker. Ist damit irgendwie für Tannis und Schnatter. There you go. Eat up, champ. So, Doggo, jetzt bist du gestärkt, jetzt geht's weiter, oder? Wo lang, mein Kumpel? What is it, boy? You wanna show me something? Wo ist Kleintimmy in den Brunnen gefallen? You catch a scent? Hey! Ja, wo ist Kleintimmy in den Brunnen gefallen? Bring uns hin.
Anyone in there? Das Lagerfeuer. What's wrong, boy? Das ist noch irgendwas anderes. Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead because of me. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? This is Thomas, huh? I can see you. And that means it can see you too. Him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? He looks drained, rotted out from within, just like those animals I saw earlier. Okay, tote one in a tilt. Easy boy. What is it? Oh god. Nö, nicht eher schon wieder. It's that thing again. No! Stay! Ransoms. Scheiße, wir sterben, ich will die Steuerung erstmal verkacken. Irgendwie muss ich mit dem Stock verteidigen. Let me draw you on. Broken record. Yep, ich muss wieder laufen. Fuck. Oh, verpiss dich, Junge. Super, jetzt bin ich irgendwo in der Ruine deswegen gelandet. Danke, Morty. Ich liebe dich.
Ich schätze mal wirklich, also der Mottenmann ist wahrscheinlich so Thomas sein Parallel-Ding an der Geisterwelt. Und der im Zelt war vielleicht der echte Thomas. Deswegen hieß er auch, ich habe ihn freigelassen und dann ist er halt verreckt. Auf alle Fälle ist der Mottenmann wahrscheinlich Thomas. Oder ein Teil von Thomas, weil er ist also gespalten gewesen. Also muss ich balancieren? What? Ja, ich muss schon nicht auf die andere Seite. Also. Kann er auch bleiben. You promise. No risky stuff. This isn't real. It can't be. Muss ich balancieren oder kippe ich von selber vorhin wieder mal um? Stehe ich gerade noch nicht so gut. Jack? Jack, my man. Mein Jack sind die coolsten Leute auf der Welt. Also, das ist mein Boy. Jack ist mein Boy. Wo muss ich hier lang? Hallo? Da fährt der gerne hin. Kameraführung. Bin ich denn? Jo, Spiel. The fuck? So. No. It can't be. Okay, eine random Krawatte, die aussieht wie die von Jack. Natürlich aber auch der Mottenmann sein und versucht irgendwie wahnsinnig zu machen. Komm mir doch auf zu schieben, das reicht schon. Ja, dann schieben wir halt ein bisschen weiter. Wenn du vorher nicht aufhören willst. So. Das ist nicht Jack. Der versucht es ja bloß wahnsinnig zu machen. You're not him. Denke ich mir aber auch, ich glaube, das ist tatsächlich echt der. Where have you sent me? I've helped you pass on. I shouldn't be. Monty, wo bist du? It's all your. Also, mal so ein Resident Evil und jetzt kommen die Zombies. Jack? It's too late, Barry. It's all over. It all ends. Hey, das wird Jack niemals sagen, ja. Muss ein Doppelgänger sein. Ja, die Wanderung durch die Kanalisation ist schön. Oh, und hallo Motti. Oh Gott. Ja, da lang. Oh Gott, wir sterben. Oh Gott, wir sterben. Oh Gott, wir jetzt einmal sterben. Was darf ich zu? Habe ich jetzt zuerst den falschen Weg gelandet? Na, ich muss weiter geradeaus. Ich habe das Tor seitlich nicht gesehen. Na, wo bin ich denn? Where have you sent me? Aber mir war schon klar, dass der Mottenmann ist und mich wirklich Jack. I've helped you pass on. Eieiei, Motti, Motti. Du musst so bitter nervig sein. Aber genau deswegen mag ich eigentlich die Horrorspiele, die so auf, Chasing hinaus sind, nicht so besonders, wie sie auf Jumpscare aus sind, weil bei Chasing-Sequenzen ist es halt irgendwann einfach nur nervig. Es ist nicht wirklich unheimlich, es ist halt nur nervig, so wie jetzt.
Ja, ist es klar? Hier, Entschuldigung, das nochmal kurz. Also zum Beispiel in der Sequenz, es war mir relativ klar, dass er gleich kommen würde. Und dass ich jetzt gestorben bin, ist einfach nur nervig, weil ich jetzt einfach nochmal laufen muss. Jumpscare-mäßig hat das Spiel eigentlich bisher echt noch nicht so viel geboten. In me! Ich bin den Motto, Mann. Ich bin drücke aber X. Ja, komm mal. Was? Oh Gott, du musst jetzt nochmal laufen. Ich hab gesehen, ich kann auch mit irgendwas anderes noch interagieren da unten. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das Ding noch davor schieben. Da stand nämlich noch was. Aber ich glaube, zeitlich schneller kriege ich es fast gar nicht mehr hin. Also das war jetzt eh schon fix. Where have you sent me? Ich war ja so gesehen, dass ich schon durch die Tür durch. Das trigger ich nicht erst vor, jetzt lauf ich einfach durch. I shouldn't be here, Marianne. It's all your fault! Jack? It's too late, Marianne. Dein Schnauze, Motti. Lass mich hier einfach mal durch. Also gab es noch irgendwas anderes, womit man interagieren kann? Und ich frage mich halt echt, ob ich vielleicht zuerst hätte das irgendwie vorschieben müssen. Um ein bisschen Zeit zu gewinnen und danach zu Schluss zu knacken. Ja, sagen wir, ich habe jetzt auch noch einen Klick. Ein paar Sekunden hier. Ja, interagiert doch bitte. Move your ass. Ja, das war wirklich die Lösung. Ich muss das natürlich zuerst machen. Wenn ich mich auch frage, ob es irgendwas gebracht hätte, wenn ich vielleicht noch. Ich war ja schon halb durch die Tür durch, hätte nur noch die Treppe hochlaufen müssen. Ah ja, zumindest sagen muss ich mir zumindest auch froh, dass jetzt nicht mal so viele Sneak-Passagen noch mit dem Typen sind. Ich hab mich noch ein bisschen mehr angekotzt, wie dieses einfache Weglaufen. Das hat zum Beispiel auch in Alien Isolation zum Beispiel gezeigt, dass halt einfach dieses Weglaufen, Verstecken halt manchmal einfach nur frustrierend werden kann. Und nicht wirklich unheimlich. Ich wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Gas. Locked gas, down tight. Gas. I think there's a lever missing. So ich brauche Gas und einen Hebel. Und ja, wenn man jetzt hier irgendwie Sneak Passage mit Mottenmann sein muss, dann krieg ich's kotzen. Schulisch Luft anhalten und so was ducken, gell? So. Hebel. Kann ich hier durch? Kann ich? Muss hier irgendwo der Hebel sein. Ja, ja, ja. Don't fail me now. Aber was bald sie? Mein Name ist Schneider. Bolzen Schneider. Ja gut, das ist laut, war jetzt davor auch nicht denken können. Ich meine, du lässt eine fette Holzbrücke in eine alte Runde. Leise ist es definitiv was anderes. Wie komme ich da dahinter? Ja, wie komme ich dahinter? Da ist doch was. Kann ich den Bogen nehmen?
nicht. Was war das? Ist mein Freund auch wieder da? Motti. Weiß ich mal, was ein Problem mit mir ist. Ja, das Gefühl, es kommt ja gleich irgendein Quicktime-Event, das ich wahrscheinlich zu 100% erstmal verkacken werde. Ey, jetzt tu mal nicht so, als würde dieser Balken so schmal werden. Ich weiß immer noch nicht, ob ich balancieren muss oder ob das automatisch passiert. Ah, es war so klar. Ich hab's schon so viel. Dachte, dass du da bist. Oh Gott, Morty, ich hasse dich so sehr, das weißt du doch nicht. Ich hasse solche Passagen. Der Dead steht ja immer noch davor. Nimm dir noch ein Schmarr. Wear you out. Oh Gott. Wie lange ich die Luft noch anhalten kann. Sehr nett von dir, Morty, dass du halt zum Licht läufst. Oh, der muss Luft. Ja, ich muss Luft. Hast du nicht gehört? Bin ich hier unten lang? Oh, ich sehe es. Ich sehe es, glaube ich, dass ich machen muss, oder? Direkt vom Eingang. Oh, Mati, halt deine Schnauze. Noch? There. That's my way out. But not with that thing in my way. Das Schnauzen da hinten, Morty. Jack says hello. Or was it? Why? Did you send him here? Why, oh, why? Okay. Weiß auch gar nicht, ob der mich jetzt hier aber erwischen kann oder nicht. Ob es jetzt einfach was für ein Gruselfaktor so gedacht ist. Ich wirklich sagen muss, wie gesagt, für mich ist es mehr so ein Nervfaktor wie so ein Gruselfaktor jetzt gerade. Mensch, Morty. Warum kannst du mich nicht einfach Ruhe lassen? Warum musst du jetzt da unten rumgammeln? Ich will doch bloß ins rote Haus. At least this could come in handy. Ah, das kann ich wahrscheinlich als Hebel benutzen. Vielleicht hat er
powerful. Huh. Energy's energy. Und ich denke, our energy. Ist deswegen den Generator anmachen, um dir irgendwie Angst zu machen? I'm almost back at the generator. Ja, ich verstehe noch nicht ganz, was mir jetzt das aussagen soll. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so. Ach, das wird doch wieder mehr laut sein, wenn du es jetzt machst. Ich kann mir vorstellen, dass man quasi den Generator betreiben soll, damit er quasi Angst davor hat. An den er lang schieben muss. Ach Gott. Kann er hier sein? Glaube nicht. Ach da. Was ist jetzt Benzin drin für? Wie lange hält der dann? Dann. Kann der ausgehen? Das sind Fragen. Verdammt. Yes. Fits. Okay. Da kann man. Gates open. Now let's get rid of that fucking thing. Ich will noch nicht mal sehen, was ich jetzt genau machen soll. There you are. Okay. It's still down there. Let's do something about it. Come to me. Wo ist er denn jetzt genau? This is over. Jetzt, ob der jetzt deswegen hier weg ist, ist glaube ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Das ist ein viel zu großes Areal dafür fast. Oder hätte ich es auch anders machen können? Hätte mich hier auch irgendwie vorbei sneaken können und das war jetzt bloß so ein Alternativweg gewesen. Das Areal schaut dafür viel zu groß aus, als hätte ich jetzt einfach nur geradeaus gehen müssen, auch mit der Deckung da seitlich. What the fuck, wo bin ich denn jetzt? Ist er jetzt erstmal weg? Kommt er gleich wieder? Das hat zumindest gespeichert. What is that? Sounds like. Oh, hello there. Sadness. Sadness, is that you? Oh. Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Hmm. Sadness? Yeah. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father
You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty, but so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends... This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could... Send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. And when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's not just about me. It's you. You have to remember. The dream. The fire. The red house. What? Wait! What, no, what is the red house? Are you there, Marianne? With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Oh, shit. Ja, ein Medium zu sein ist nicht leicht. Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Wer macht mal, dass Thomas der Mottenmann ist? Hier ist ein bisschen Energie, glaube ich. Ja. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ich kann die Energiequelle der Grüße mal, weil dann habe ich zumindest ein bisschen Sicherheit, dass da nicht Mottenmann kommt. Ja, ich habe doch die Stelle. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. Ah, das ist aber eine Rückblende. Das heißt, das ist Pferdl. Thomas. Ist noch irgendwas? Nö. You were here. Boah, ich glaube, ich stehe. Ich möchte gerne mit oberen Dingen interagieren. What the hell happened so. Here? July 27th, 1983. The Gemini case.
The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much, exactly? And who the hell were they? Okay, jetzt kommt hier so ein neuer Charakter ins Spiel. A eunuch. Someone's got good taste. Kann ich aber leider nicht interagieren damit. Oh, vielleicht machen wir es später. Vielleicht müssen wir flüchten damit noch. Kippen. Koffer? You want to talk? This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them? Who are you running from, Thomas? Das war eine sehr gute Frage jetzt auf einmal. Plot Twist auf einmal. Richard, wie konntest du das tun? Wie zur Hölle kann irgendjemand so etwas tun? Tief im Inneren wusste ich wohl immer, dass mit dir etwas nicht stimmt. Aber das? Eins steht fest, was auch immer er dir angetan hat, was auch immer wir dir angetan haben, du hast es verdient. Du hast es verdammt nochmal verdient. Okay. Dann wissen wir ja, was er ihnen angetan hat und was passiert ist. Haben wir schon alles gelöst. It's missing a handle, though. A missing handle? Ist hier noch ein Handle? Ach, den kann ich vorne einsetzen. Ist hier noch was? Jo, ein bisschen was. Nein. Ja, Stuhl ist doch auch als Müll. Naja, wahrscheinlich bloß wegen der Kassette. Was kann ich jetzt hier noch machen? Power's out. Ich kann da runter. Oh, erstmal mache ich die Puppe am Platz. Eins nach dem anderen. So, jetzt habe ich nicht ein bisschen Power. Jetzt muss ich ein bisschen wenig Angst vor Mattenmann haben. Jetzt kann ich den einfach einmal weglasern. Und dann gehen wir mal in den Keller runter. There's something under that engine. If only I could lift it somehow. Okay, das heißt, ich muss hier den Strom wiederherstellen, dann kann ich das. Komm jetzt aber. Dein Moment, Motorrad, zeigt mir dein Benzin. Nicht? Okay. Aber warte mal. Kann ich? Ich möchte hier schon mal ein bisschen umschauen. Und alleine wird es mir wahrscheinlich nichts bringen. Das ist halt wirklich so, als würde man da weitergehen. Jetzt ist auch nicht gerade nicht ersichtlich, was man da holen soll. Ist hier noch draußen irgendwie? Ah, Rauschstrahler. Alright, Richard. It's just you and me. We're gonna have a nice chat. Hey! Hey! He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard, too. Didn't realize he was no longer there. Was ist nicht. Was ist dieser neue Typ, der jetzt aufgetaucht ist? Das war jetzt nicht Thomas, der da geredet hat. So, was muss ich machen? Ich hab zumindest hier noch ein paar Einblicke verpasst. Now, here's a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but who are you exactly? Oh, just a guy looking for the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Hmm.
Was genau soll ich machen? Okay, jetzt schau mich doch mal kurz um. Ist doch ein Grund geben, warum ich hier raus kann. Ziemlich weiträumig hier. Da brauche ich beide. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich hier schon lang muss oder wie soll ich das muss. Das ist gerade wahr. Was muss ich machen? Da muss ich hier. Naja, der Verteidigungsschild schützt mich auch nicht. Beide haben wahrscheinlich so. Brauchen Strom. Was ist der Koffer? Da oben blinkt irgendwas rot. Kann ich irgendwie in die zweite Etage hoch? Da oben. Frage, wie komme ich da hoch? Ich muss hier nach da oben und dann mit meiner Kraft den Strom aktivieren. Was ist denn hier noch? So komme ich hoch. Hallo? Ich würde gerne interagieren damit unten. Hallo, Spiel? Jetzt bloß alleine da. Aber wir haben natürlich auch die Ladung schon einmal verschlossen. Kann ich nochmal machen? Ja, einmal geht noch. Das war echt doof, jetzt habe ich es sofort kaputt gemacht. Kurz zum Aufladen. Jetzt weiß ich zumindest, wie es weitergeht. Also einmal aufsaugen. Aufteilen, da rein. Und wir haben Strom. Shit. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. Warte, ach Gott. Ich habe noch was gesehen. Ich glaube, ich habe es nämlich gerade gesehen, wie man es genau anstellen soll. Deswegen laden wir nochmal kurz auf. Dann gehen wir direkt vor der Taste. Und direkt hier. Splitten. Hier raus. Ich glaube, ich kann mich hier hochklettern, habe ich gesehen. Ja.
Ich habe mich gerade schon gefragt, was es genau für einen Sinn hat, dass ich hier hochklettern kann. Nochmal anschalten und schnell wieder weg. Jawohl, ja. Jetzt hoffe ich, dass es oben bleibt. Hat ein bisschen gedauert, habe ich ein bisschen doof angestellt, aber im Endeffekt haben wir es jetzt hinbekommen. Ich baue hier einmal Stecker rein. Was ist das? So. The Red House? It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's gotta be something left. Ja, was auf, das hab ich ja vorhin auch noch kurz gesehen, dass da hinten ja was war. Dann hab ich noch mal kurz meine Fähigkeiten aufladen sollen. Also, wo ist hier die Interaktionspunkt? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you tell me everything. You beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? Was genau ist passiert? Was jetzt da rum? Da ist was Neues aufgetaucht? Ah, jetzt auf einmal geht es. So. Goddamn freaks. Think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Ist das Thomas oder ist das der Random? Der jetzt neu kennengelernt worden ist, wahrscheinlich der Neue. Stimmt nicht so gut auseinanderhalten. Was ist hier? Okay, let's see who you really are. You fuck. Tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we... or that? Yeah, or two, I guess. Right. What do we have here? Was trouble. Security service. That shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do.
I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my Speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then, poof, the war's over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you. You almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. He had it coming. Yes! I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. Will you show me now? Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Didn't I make Henry work and no play, are you, Henry? All right.
Let's see what makes you tick. Na ja, gut, das schauen wir uns dann in den nächsten, beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, ich fand die Folge eigentlich ganz interessant. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Cheerio und reingehauen.